Hoch die Hände, Wochenende heißt es in reichlich 20 Minuten und bis dahin haben wir noch viele Informationen für Sie. Heute bei uns in der Sendung gibt es natürlich das Regionalwetter mit den Aussichten fürs Wochenende. Wir beobachten Rennrodlerin Julia Taubitz beim Punktekleben und wir treffen Staatsministerin Barbara Klepsch bei ihrer Stippvisite im Erzgebirge. Also spannende Minuten liegen vor uns, das sollten Sie nicht verpassen. Bleiben Sie dran. Bis gleich. Bei uns gibt es sie, die günstige Wenignutzer-Flatrate für 17,50 Euro. Surfen Sie mit stabilen 15 Megabit pro Sekunde durchs Netz. Keine Mindestvertragslaufzeit, keine Drosselung, keine Datenvolumenbegrenzung. Und das für sparsame 17,50 Euro im Monat. Mehr Informationen gibt es bei uns in den Servicebüros in Marienberg auf der Ratsstraße 7, in Eppendorf auf der Karl-Liebknecht-Straße 3 und in Seifen Hauptstraße 95 oder einfach im Netz unter www.erznet.tv. Erznet mit Herz ins Netz. Es ist Freitagabend und pünktlich legen wir wieder den Finger an den Puls der Zeit. Hier ist Glück auf TV, hier ist Megional. Die täglich aktuelle Sendung mit den Meldungen aus unserer und für unsere Region. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben und mit dabei sind. Wir schreiben den 21. Juli 2023. Herzlich willkommen, guten Abend und Glück auf. Die Bergstadt Seida und der Kurort Seifen konnten sich gestern über hohen Besuch freuen. Staatsministerin Barbara Klepsch reiste durch das Erzgebirge und machte in den beiden Kommunen Halt und hatte auch noch was im Gepäck. Frank Langer war dabei. Am 20. Juli war die sächsische Ministerin für Kultur und Tourismus Barbara Klepsch im Erzgebirge unterwegs. Dabei ging es um eines ihrer Hauptthemen, den Tourismus. Nach ihrem ersten Stopp in Holzau fand der zweite Termin in Seida statt. Ich heiße Sie sehr herzlich willkommen, Frau Ministerin. Es freut uns natürlich besonders, dass Sie jetzt hier als eine der sehr Ranghohen bei uns wenigstens mal kurz da sind. Und es war natürlich auch sehr schön, dass wir da ein bisschen Aufmerksamkeit kriegen. Wir kooperieren mit der Jugendherberge und da freuen wir uns immer, den Jugendlichen das Alte nahe zu bringen. Wir machen aber auch Vorträge jedes Vierteljahr, immer auch das Thema oder eine Buchlesung hat auch schon stattgefunden. Und der Raum wurde vor kurzem erst mit Fördermitteln umgestaltet. Also jetzt haben wir einheitliche Stühle, vorher über uns gemischt. Ja. Und es wird sehr gut angenommen und das ist immer unser Startpunkt, indem wir dann durchs Haus gehen. Am Heimatmuseum übergab sie nach einem Rundgang in der umfangreichen Sammlung von Informationen und Alltagsgegenständen mehrerer Epochen aus dem Leben in und um Seida das erneute Zertifikat staatlich anerkannter Erholungsort. Seida und Friedebach, das sind ja die beiden Gemeindeteile, die als Erholungsort die Zertifizierung wiederbekommen oder Zertifizierung bekommen, hat ganz viel damit zu tun, dass in den letzten Jahren hier unheimlich viel entstanden ist. So, und das kann, da braucht man immer einen guten Kopf dazu. Man braucht aber auch Gemeinderäte, die das Thema Tourismus, Erholung für sich als einen ganz wichtigen Schwerpunkt für den Ort erkennen. Und ich sage immer, Tourismus ist nicht so eine Zugabe oder was Nettes, was so eine Gemeinde machen kann. Für mich ist Tourismus immer so ein Stück Anker für weitere Wirtschaftsansiedlungen. Und deswegen wirklich ein großes Kompliment und ein großes Dankeschön. Das braucht den Kopf von dran, das braucht die Gemeinderäte und das braucht, wie man hier sieht, ganz, ganz viel ehrenamtliches Engagement. Hier ist die Anerkennungsurkunde als zum Kur- und Erholungsort im Freistaat Sachsen, Seida und Friedebach
Und ich wünsche alles Gute, viel Erfolg weiterhin und danke für dieses großartige Engagement. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich, dass Sie hier Zeit gefunden haben, zu uns zu kommen. Und ich muss auch sagen, wir nehmen die Herausforderung an, weiterhin das mit Leben zu erfüllen, dass Erholungsort bleibt und weiterhin auch die Leute gern zu uns kommen. Und das schaffen, wie gesagt, wie Sie schon sagten, nur mit ehrenamtlicher Hilfe und viel Einsatz von den Stadträten und von den Bürgern. Die Stadt und der Ortsteil Friedebach haben dieses Zertifikat für die Ausrichtung als Erholungsort mit der Verbindung zu Kunst und Kultur, zum Beispiel dem Seidauer Malerweg, erneut erhalten. Im Anschluss führte der Besuch auf die Erzalm im benachbarten Kurort Seifen. Dort hat kürzlich die Familie Lorenz Seifen um ein Kleinod bereichert. Die Ferienwohnungen mit Sauna und ansprechender, uriger, aber dennoch moderner Einrichtung sollen vor allem Familien in den Spielzeugwinkel ziehen. Nun habt ihr aber auch etwas mit Anspruch geschaffen, den ihr sicherlich selber habt. Also das, was hier entstanden ist, das kann sich durchaus ja sehen lassen. War das euer Anspruch, da schon was Besonderes zu liefern? Auf jeden Fall. Wir hatten eine kleine Analyse am Anfang der Planung gemacht, was ist denn eigentlich in der Region vorhanden oder was würde noch gebraucht werden, und wollten eigentlich auch so ein kleines Alleinstellungsmerkmal dadurch schaffen. Und ich denke, das ist uns auch mit unserer Anlage und unseren Wohnungen sehr gut gelungen. Wir wollten halt auch gerne unser Konzept für Familien gut durchziehen, und dadurch haben wir uns auch bewusst für das Konzept, was wir jetzt da geboten haben, entschieden, und ist auch das umgesetzt quasi. Der Ausblick auf die Seifener Kirche, den Schwartenberg und den Kurort selbst hat auch die aus Annaberg stammende Barbara Klepsch genossen. Also ich bin erstmal total begeistert, weil das Erzgebirge ist natürlich immer eine Reise wert, das wissen wir. Aber das, was jetzt gerade auch hier in Seifen entstanden ist, und jetzt stehe ich ja gerade hier mit Blick auf die Seifener Kirche, ist schon also wirklich fantastisch. Das hat wirklich Leuchtturmfunktion. Hier sind unglaublich tolle Ferienwohnungen entstanden. Erzalm, ein, glaube ich, auch sehr interessanter Name dafür gewählt. Und ich kann nur ein großes Kompliment der jungen Familie sagen, mit wie viel Mut man hier rangegangen ist und wie unglaublich toll gestaltet und liebevoll diese Ferienwohnungen sind. So, und natürlich in Seidau, das Heimatmuseum ist, glaube ich, auch so ein kleiner Geheimtipp. Ganz liebevoll von Ehrenamtlichen gestaltet, begleitet. Und so könnte ich, glaube ich, noch ganz viel aufzählen. Das Erzgebirge kann nach wie vor touristisch punkten. Mit bewährten und gänzlich neuen Konzepten wird die Region bereichert. Einen ausführlichen Bericht liefern wir Ihnen natürlich nach. Übrigens, wussten Sie, dass Barbara Klepsch in Annaberg geboren wurde? Zu einer weiteren echten Annabergerin kommen wir im Folgenden. Unsere Rennrodlerin Julia Taubitz hat ebenfalls in Annaberg das Licht der Welt erblickt, und sie hat schon mit 7 Jahren die Liebe zum Rennrodelsport entdeckt. Ja, und mittlerweile zählt sie zu den Besten der Welt. Sie gewann in der vergangenen Saison den Rodel-Weltcup der Damen. Eine Erfolgsgeschichte, die jetzt auch grafisch dargestellt wurde. Julia hat Punkte geklebt. Oberwiesenthal ist Wintersport. Mit dem Wiesenthaler K3 hat die Stadt ein Museum im Ortszentrum. Ein Schild zeigt hier: Fichtelberg, 2 Kilometer. Klar, dass der Museumsbesucher drinnen auf die hiesige Wintersportgeschichte und prominente Oberwiesenthaler Wintersportler trifft. Seit 8 Jahren gibt es die große Wintersportausstellung. Viele, die hier im Bild gezeigt oder namentlich genannt werden, sind schon lange nicht mehr aktiv. Bei Julia Taubitz ist das anders. Begleitet von ihren Eltern Simone und Thomas war die erfolgreiche Rennrodlerin am Abend des 7. Juli ins K3 gekommen. Erwartet von Heike Hünefeld, von der Oberwiesenthaler Gästeinformation und einstigen Wegbegleitern wie ihrem ehemaligen Trainer Thorsten Wustlich, sollte der 27-Jährigen eine besondere Ehre zuteil werden. Im Museum befindet sich im 1. Stock eine Medaillenwand. Darauf stehen die Namen der Olympia- und WM-Medaillengewinner mit Bezug zu Oberwiesenthal. Nach den Erfolgen des vergangenen Winters darf die erneut ergänzt werden. Mitverantwortlich ist Julia Taubitz. Wie schon 2019 und 2022 hat die sympathische Rennrodlerin selbst Hand angelegt
und ihre Medaillenpünktchen für 2023 angebracht. Sie kleben jetzt an der Wand für zwei silberne WM-Medaillen im Sprint und Einzel bei der Rennrodel-WM 2023. Damit hat sie mit 9 Medaillenpunkten mit dem anwesenden Ex-Rennrodler Thorsten Wustlich gleichgezogen. Der ist darüber nicht verärgert und wünschte Julia Taubitz auch weiterhin viel Erfolg. Kurort Oberwiesenthal durfte schon viele sportliche Sternstunden erleben. Die Athleten erkämpften seit 1962 insgesamt 54 olympische Medaillen und 165 Medaillen bei Weltmeisterschaften. Julia Taubitz, die ihre im Januar 2023 in Oberhof errungenen Medaillen dabei hatte, kann für weiteres Edelmetall sorgen. Wie sie in einer lockeren Frage- und Antwortrunde mit Heike Hünefeld verriet, möchte sie bei der nächsten Rennrodel-WM ganz vorn mitmischen. Denn sei Oberhof schon eine Heim-WM gewesen, wird die im Januar 2024 in Altenberg laut Julia Taubitz eine Heim-WM mit Sternchen sein. Denn dort im Osterzgebirge habe sie das Rodeln so richtig gelernt. Passend dazu gibt es vor dem Wiesenthaler K3 einen Spruch von Anton Günther. Das ganze Lahm ist eine Sehnsucht noch dahamit. Mit Blick auf die dreimalige Gewinnerin des Gesamtweltcups, Julia Taubitz, und deren anstehenden Aufgaben, sollten diese Worte nicht in Bronze oder Silber, sondern in Gold gegossen sein. Bei der Bienenpopulation war im vergangenen Jahr ein leichter Anstieg zu verzeichnen. Das ist ein Ansporn, sich noch mehr auf den Erhalt der Blühwiesen zu fokussieren. Der Landschaftspflegeverband Schopau-Flöhrtal hat sich genau das auf die Fahne geschrieben. Staatsminister Thomas Schmidt hat sich darüber informiert. Die Gemeinde Gornsdorf im Erzgebirgskreis ist eine der 12 Kommunen, in denen der Landschaftspflegeverband Schopau-Flöhrtal das mit Liedermitteln geförderte Projekt Gartenvielfalt und Lebensinseln mehr Natur in Siedlungsgrün realisiert. Am 30. Juni hat sich Staatsminister Thomas Schmidt vor Ort über die beispielhafte Umsetzung des Projektes informiert und dabei die Arbeit der sächsischen Landschaftspfleger gewürdigt. Die Lebensinseln für blütensuchende Insekten werden seit 2019 mit mehr als 79.000 Euro über das EU-Programm LIDER gefördert. Das Projekt zielt darauf ab, die Lebensbedingungen für Schmetterlinge, Hummeln und Wildbienen inmitten von Siedlungen zu verbessern. Durch die insektenfreundliche Bewirtschaftung von teils auch ungenutzten Flächen sollen zusätzliche Lebensräume für diese Tiere geschaffen werden. Der Landschaftspflegeverband Schopau-Flöhrtal hat dafür gemeinsam mit der Gemeinde erfolgreich Menschen, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen vor Ort zum Mitmachen gewonnen. Mit 9 öffentlichen Blühinseln mit einer Gesamtfläche von etwa 1360 Quadratmetern sowie zahlreichen Privatblühwiesen und einem insektenschonenden Maatregime für alle öffentlichen Grünflächen hat sich Gornsdorf in eine besonders insektenfreundliche Gemeinde verwandelt. Staatsminister Schmidt nutzte in Gornsdorf die Gelegenheit, dem Deutschen Verband für Landschaftspflege, Landesverband Sachsen, zum 10-jährigen Jubiläum zu gratulieren. Minister Schmidt sagte weiter: "Ich danke dem Sächsischen Landespflegeverband und seinen Mitgliedsverbänden für ihre wertvolle Arbeit als Wegbereiter für einen verantwortungsvollen Umgang mit unserem landeskulturellen Erbe. Sie sind für den Freistaat Sachsen ein wichtiger Partner der ländlichen Entwicklung, sei es bei LIDER oder auch bei der ländlichen Neuordnung." Im Jahr 2022 kamen in Deutschland 738.819 Kinder zur Welt. Das waren 56.673 oder 7% Neugeborene weniger als im Jahr 21, dem geburtsreichsten Jahr seit 1997.
Wie das Statistische Bundesamt nach endgültigen Ergebnissen weiter mitteilt, sank die zusammengefasste Geburtenziffer 2022 gegenüber dem Vorjahr um 8% auf 1,46 Kinder je Frau und damit auf den niedrigsten Stand seit 2013. 2021 war die Geburtenhäufigkeit dagegen deutlich auf 1,58 Kinder je Frau gestiegen. Und damit die Bevölkerung eines Landes ohne Zuwanderung nicht schrumpft, müssen in hochentwickelten Ländern rein rechnerisch 2,1 Kinder je Frau geboren werden. Liebe Zuschauer, Sie können sich jetzt daraus was nehmen oder auch nicht. Ja, und noch mehr Informationen gibt es nun in unserem Service-Blog mit dem Regionalwetter. Und vorher blicken wir in die Polizeiberichte. Marienberg, mutmaßliche Ladendiebe gestellt. Ein Zeuge informierte am 19. Juli 2023, 14.40 Uhr, die Polizei, dass mehrere Personen Waren aus einem Geschäft in der Straße am Lautengrund gestohlen haben und mit einem PKW-VW flüchtig seien. Als die alarmierten Beamten wenig später den Bereich überprüften, stießen sie dabei auf den beschriebenen VW. In dem Fahrzeug befanden sich zwei Männer, 35 und 37, sowie mutmaßliches Diebesgut. Wenig später näherten sich drei weitere Personen, männlich 30, männlich 34 und weiblich 28, dem PKW. Sie hatten eine Tasche bei sich, in welcher sich, wie sich bei der Nachschau herausstellte, ebenfalls mutmaßliches Diebesgut befand. Das Quintett, alle tschechische Staatsbürger, wurden vorläufig festgenommen und auf einem Polizeirevier verhört. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Darunter befanden sich unter anderem verschiedene Werkzeuge, Parfüm, Kosmetikartikel, Taschenlampen und Schokolade. Die Beute, zu deren Wert noch keine Angaben vorliegen, konnte im Nachgang vier verschiedenen, vermutlich Marienberger Geschäften zugeordnet werden. Die Gestellten wurden auf Weisung der Staatsanwaltschaft Chemnitz nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen aus dem Gewahrsam entlassen. Die Ermittlungen gegen sie wegen Bandendiebstahls dauern weiterhin an. Während man in Südeuropa und dem Mittelmeerraum mit der sengenden Hitze zu kämpfen hat, haben wir es mit einem typischen mitteleuropäischen Sommerwetter zu tun. Der Grund ist der großräumige Tiefdruckkomplex Sandor, der sich vom Nordpolarmeer bis Russland erstreckt. An seiner Südseite fließt feucht-warme Luft zu uns und das Ergebnis sehen wir ja. Heute Abend und in den Nachtstunden zeigt sich der Himmel über unserem Sendegebiet wolkig mit einigen Lücken für die Sterne und die zunehmende Sichel des Mondes. Allerdings können auch noch vereinzelt leichte Regenschauer übers Land ziehen. Das Niederschlagsrisiko liegt bei 90%. Sollten Sie dann noch mal raus müssen oder wollen, dann sollte ein Schirm oder eine Regenjacke vorsichtshalber mit dabei sein. Die Nachttemperaturen sind recht moderat. Oben in den Kammlagen des Erzgebirges werden Werte zwischen 11 und 13 Grad erwartet und in den tieferen Regionen übernachtet das Quecksilber bei 12 bis 14 Grad. Der Wind weht dabei nur leicht mit um die 9 Kilometer pro Stunde aus westlicher Richtung. Morgen früh beim Gang zum Backwarenhändler des Vertrauens zeigt sich der Himmel wolkig mit einigen Lücken, durch die die Sonne immer wieder mal durchscheint. Im weiteren Tagesverlauf bleibt es erstmal wolkig. So sind demzufolge der Vormittag und der Nachmittag. Dann gegen Abend werden die Wolkenlücken größer, man spricht hier von leicht bewölkt, und die Sonne hat dann die Chance, noch was für ihren Stundenzettel zu tun. Am Ende des Tages kann sie dann immerhin noch bis zu 6 Arbeitsstunden abrechnen. In der Nacht zieht es dann komplett zu und dann kann es mit einer 90%igen Wahrscheinlichkeit regnen. Ansonsten bleibt es morgen über den Tag trocken. Ja, und der Temperaturtrend zeigt deutlich nach oben. Wir erwarten morgen folgende Werte. In den tieferen Regionen unseres Sendegebietes zeigen die Thermometer zwischen 15 und 22 Grad und die Kammbewohner können sich auf 13 bis 20 Grad einstellen. Der Wind bläst in den Vormittagsstunden in frischen Böen mit bis zu 42 km pro Stunde aus Westen, später dann nur noch leicht mit um die 10 km pro Stunde
aus Süden. Ja, und so geht's die kommenden Tage weiter, liebe Zuschauer. Hier ist der Ausblick auf das, was danach kommt. Und das ist die dritte Sommerferienwoche. Vorher gibt es aber erstmal den Blick auf den Sonntag. Der Sonntag bringt den temperaturmäßigen Höhepunkt mit sich. Der Himmel ist dabei wolkig mit sonnigen Abschnitten. Es bleibt trocken. 17 bis 24 Grad sind im Bereich des Möglichen und der Wind bläst in starken Böen aus Südwesten. Die neue Woche startet mit einem wolkigen Himmel, etwas Sonne ohne Regen. Mit 15 bis 23 Grad wird es nicht mehr ganz so warm und der Wind weht dann leicht aus Südwesten. Wie das dann im weiteren Wochenverlauf nächste Woche so aussieht, das beleuchten wir dann am Montag hier an dieser Stelle beim Ausblick. Ja, das war's nämlich schon wieder für diese Woche hier vom Regionalwetter. Das war's dann auch schon vom Freitagsmegional und das bedeutet, dass wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Ausgabe von unseren Nachrichten angekommen sind. Mit den aktuellen Meldungen sind wir wieder pünktlich am Montag für Sie hier zur Stelle. Und klar würden wir uns freuen, wenn Sie dann wieder reinschalten. Übrigens, mehr von uns und das Ganze nochmal zum Anschauen gibt's noch im Internet unter www.glückauf.tv. Und damit wünsche ich Ihnen einen behaglichen Abend und eine geruhsame Nacht. Für mich heißt es wie jeden Freitag nur noch Kehren, Wischen, Raus. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen und schönes Wochenende.